Jetzt haben wir 10 Uhr. So, wir kommen jetzt zu unserem zweiten Vortrag. Und zwar öffentlicher Verkehr-Routing in Grafhopper. Ich übergebe an den Referenten. Dankeschön, guten Morgen. Ja, ich steig mal ganz direkt ein, etwas unorthodox, auch weil in der Rezension von Frederik Gramm in der Freundlichen die Grafhopper-Oberfläche gerade nicht vorgekommen ist. So, also ich mache das mal auf. Hier ist Berlin. Ich zoome da mal rein. Ich wohne irgendwo. Ich will von hier los. Ich arbeite irgendwo. Die Wege sind ja immer Arbeitswege, auch in der Verkehrsplanung. Hier ist Set as End. So. Jetzt dauert das ganz schön lange. Da sage ich gleich was zu. Und jetzt bekomme ich hier Antworten. So, das sind also unterschiedliche Möglichkeiten, sich durch das öffentliche Verkehrssystem von Berlin, von meinem Wohn zu meinem Arbeitsort zu begeben. Hier gibt es die Instructions, die sehen, wenn Sie von Straßenrouting handeln, funktionieren die ähnlich wie bei USRM. Und da haben wir jetzt mal eingefügt, so Prototypen, Instruktionen, die davon handeln, in U-Bahnen einzusteigen und aus U-Bahnen auszusteigen und in Busse einzusteigen und aus Bussen auszusteigen. In Wirklichkeit sollte das jetzt natürlich farbig sein und sollte die Farben, die Farbkonventionen des entsprechenden Verkehrsverbundes beachten, wie welche Farben Bussen und U-Bahnen haben und so weiter und so fort, haben wir dann noch nicht. Und dann ist man irgendwann da. So, das ist also ÖV-Routing. Und für ÖV-Routing gibt es Datenquellen, das sind im Gegensatz zu OpenStreetMap, was unsere Datenquelle fürs Straßenrouting ist, GTFS-Dateien. So, jetzt hier. ÖV-Routing in Grafhopper, gut. In den letzten Jahren gab es wahnsinnig viele Entwicklungen in Routing-Algorithmen für den öffentlichen Verkehr. Da gibt es anscheinend das ultimative Übersichtspaper, das ist das hier. Und wenn man das liest, dann weiß man irgendwie alles über Routing. Und dort lernt man unter anderem, dass die schnellsten ÖV-Routing-Algorithmen, die alle so aus den letzten paar Jahren kommen, gar nicht graphenorientiert sind. Ja? Also gar keinen Haltestellengraphen aufbauen und darauf irgendwie Dijkstra-artig herumrouten, sondern etwas direkter auf dem Fahrplan operieren. Ja? Und damit so spezielle Eigenschaften von Wegen durch Fahrpläne ausnutzen. Insbesondere der Connection Scan, das ist jetzt der neueste aus dieser Art von Routing-Verfahren, der verwendet die Annahme, dass so ein Fahrplan irgendwie kurz genug ist, ja, so Fahrplanbuchartig, dass man im Prinzip alle Ereignisse, die darin vorkommen, also ein Bus fährt von einer Haltestelle zur nächsten, in der Zeit sortieren, in ein Array packen und linear durchlesen kann pro Anfrage. Das geht sehr, sehr schnell, weil man dafür keine Prioritätswarteschlange braucht und auch sonst keine aufregenden Datenstrukturen. Aber lebt halt unter anderem mit dieser Einschränkung. Ich glaube nicht, dass das weltweit skaliert. So, also wenn ich alles, was auf der Welt in Bussen passiert, so. Diese Algorithmen sind für reine Fahrplanabfragen gedacht. Steht auch immer überall als erstes. Also ich weiß meine Abfahrtshaltestelle, ich weiß meine Zielhaltestelle, meine Umsteigerelationen, meine erlaubten, sind kodiert als solche. Und das war's. Die sind aber unfassbar schnell. So, also das ist quasi die Contraction Hierarchy des ÖV-Routings. So, was man auch wollen kann, ist aber multimodales Routing. Also wir bewegen uns in einem vollen großen Möglichkeitsraum aus Busfahren und zu Fuß gehen zum Beispiel. Haben irgendwie so einen gemeinsamen Infrastrukturgrafen dafür. Ich muss meine Umstiege nicht extra modellieren, sondern wenn ich irgendwo einen Umstieg machen kann, mit dem der Planer nicht gerechnet hat, der einfach meinen Zu-Fuß-Geh-Gewohnheiten entspricht, dann findet der Router diesen Weg. So, und das ist schon mal gleich viel schwieriger. So. Wenn man so anfängt, dann dauert alles immer gleich länger. Und das entspricht aber ein bisschen mehr der Entwicklung, die das Verkehrsangebot eigentlich macht.
Ja, dann, wenn immer geredet wird von so Rufbussen und von Ridesharing-Angeboten und so weiter, dann entfernt man sich ja eigentlich immer mehr von klassischen Fahrplänen und nähert sich nicht dem an. Das heißt, diese Fragestellung hat auch ihre Berechtigung. Also mal gesetzt, man möchte das so machen. Man möchte irgendwie graphbasiert bleiben. Was gibt es dann für Möglichkeiten? Na, zwei im Wesentlichen. Entweder ich habe so einen Liniengraphen, der im Wesentlichen aussieht wie das, was in der U-Bahn hängt. Und an die Kanten in diesem Graphen schreibe ich aber dran, wann das nächste Verkehrsmittel da fährt und wie lange das dauert. Ja. Und das ist ziemlich nah. Das ist ziemlich einfach zu implementieren, wenn man ohnehin schon zeitabhängige Kantengewichte hat, was Graph aber nicht hat, bis jetzt. Denn anstatt, dass man dann auf seine Kanten so zeitabhängige Reisezeiten dran schreibt, wie zum Beispiel mit so einer Morgenspitze, mit einer Abendspitze, ja, schreibt man da dann ist das eine Sägezahnfunktion, ich weiß nicht, dran, die abbildet, dass man auf den nächsten Bus warten muss und dass der dann eine Weile fährt. Und wenn man ihn verpasst hat, dann dauert es wieder lang, kommt der nächste. So. Also man kann das abbilden einfach mit einer speziellen Reisezeitfunktion auf der Kante. So. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, keine zeitabhängigen Kantengewichte zu haben, sondern den Graphen quasi in die Zeitachse zu expandieren. Also ein Punkt ist dann nicht mehr der Aufenthalt an einem Bahnhof, sondern ein Punkt ist der Aufenthalt an einem Bahnhof um eine bestimmte Uhrzeit. Und jede einzelne Kante ist das Fahren mit einem Verkehrsmittel. Also mit einem bestimmten Verkehrsmittel, nicht mit einer Linienvariante oder sowas, sondern mit einem Bus. Die beiden Möglichkeiten gibt es. In einem Paper stand, dass es nicht so klar ist, welche von denen schneller ist im Allgemeinen. Das war allerdings, glaube ich, bevor jemand anders rausgefunden hat, dass das teure am zeitabhängigen Graph diese Intervallsuche von der richtigen Stelle in der Kostenfunktion ist. Und dass man das irgendwie wahnsinnig schnell kriegen kann. Und dann ist es auf einmal doch wieder schneller. Und ich glaube, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall geht das halt beides. So. Und beide kann man auch auf naheliegende Weise an den Straßengraphen anschließen, an den normalen. So, und was für Abfragemöglichkeiten kann man jetzt haben wollen? Die klassische ist halt die früheste Ankunftszeit, ja? Was das gleiche ist wie die kürzeste Reisezeit, wenn ich meine Abfahrtszeit festsetze. Und dann stellt man gleich einen großen Unterschied zwischen Routing auf Straßennetzen und Routing in Fahrplänen fest, denn beim Routing in Straßennetzen gibt es da im Allgemeinen nur eine Lösung. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass, weil Reisezeiten kontinuierlich sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass zwei unterschiedliche Wege exakt die gleiche Reisezeit haben. Beim Fahrplan ist das aber der Regelfall, dass es lauter unterschiedliche Wege mit der gleichen Ankunftszeit gibt. Ne? Nämlich da, wo ich wohne, da kommen in einem bestimmten Takt Busse an. So, und alle, die mit einer Ankunft dieses Busses aufhören, haben die gleiche Reisezeit. Und wie ich diesen Bus erwischt habe, ist egal. So. Und wenn ich das hier naiv programmiere, dann sehe ich das auch super schön, dann kann ich immer auf Refresh drücken und da irgendwo eine nicht deterministische Datenstruktur drin ist, bekomme ich jedes Mal eine komplett andere Antwort. Ja, so. Insbesondere unterscheiden die sich in der Anzahl der Umstiege. Und da ist man auch gleich da beim nächsten naheliegenden Kriterium. Man möchte nämlich eigentlich möglichst wenig umsteigen unter ansonsten gleichen Bedingungen. So, und wenn man jetzt über Alternativrouten redet, dann ist das auf einmal in meiner Wahrnehmung klarer als beim Routen durch Straßennetze. Ja, wenn man durch Straßennetze routet, dann fügt man manchmal so einen Extraschritt an, so einen gedanklichen, ich möchte jetzt Alternativen produzieren. Wie mache ich das denn? So Algorithmen für, wie man irgendwie auf eine bestimmte Art unterschiedliche, aber trotzdem ähnlich gute Alternativen produziert. Beim ÖV-Routing kommt das eigentlich von alleine. Nämlich eben über diese beiden Kriterien Ankunftszeit und Umstiege. Ja? Wenn man also dieses komplette Set an Alternativen ausrechnet, irgendwie früheste Ankunftszeit, brauche ich drei Umstiege, finde ich noch eine spätere Ankunftszeit mit weniger Umstiegen, dann gebe ich die auch noch aus und so weiter, bis ich durch bin.
wenn man das macht, dann kommt schon irgendwie so ein sehr natürlich aussehendes Set an Alternativen dabei raus. Braucht man nicht noch weiter drüber nachdenken, wie man noch künstlich weitere produzieren kann. Das gesagt, auch beim ÖV bleibt es dabei, dass wenn ich meine Kostenfunktion vollständig aufschreibe als Nutzer, dann bleibt das Problem einfach. Ja, also unter gewissen Voraussetzungen für diese Kostenfunktion, die muss irgendwie Dijkstra-tauglich sein. Und die so übliche denkbare Kriterien sind das aber. Und dann geht das und ist auch algorithmisch immer gleich, schwer oder nicht schwer, abgesehen davon, dass man halt keine Vorverarbeitung machen kann, wenn man die Funktion vorher nicht weiß. Das nützt aber nicht so viel, denn praktisch weiß eigentlich keine Person, was ihr allgemeines Kriterium für beste Wege ist. Deswegen will man die eigentlich gar nicht angeben. Und deswegen will man eigentlich für einen bestimmten Satz an Kriterien alle nicht in jeder Hinsicht schlechteren Alternativen ausgeben. Und dann kann der Nutzer quasi seine eigene Nutzenfunktion einsetzen, nachdem er diese Antwort gesehen hat. Das für sich selber auf der Client-Seite gewissermaßen auswerten. So, das geht auch. Ja, man kann so Multikriterien-Suche machen. Das ist das gleiche wie normale Wegsuche in einem Graphen, außer dass ich mir nicht nur eine Lösung in jedem Knoten merke, eine Teillösung, sondern eine ganze Menge an Teillösungen. Hört sich einfach an, funktioniert aber nur bei sehr gutartigen Problemen, wie zum Beispiel früheste Ankunftszeit versus Anzahl der Umstiege. Das liegt daran, dass es nur so und so viele unterschiedliche Anzahlen von Umstiegen gibt, die irgendwie sinnvoll sind. Ja, das hört irgendwann auf. Wohingegen insbesondere, wenn ich kontinuierliche Kriterien habe, also insbesondere Distanz versus, also Gehdistanz versus Ankunftszeit, dann explodiert das sofort. Also dann ist nicht nur mein Suchraum, sondern mein Ergebnisraum schon so groß, dass ich die Anzahl der Lösungen, die da gefunden werden, noch nicht mal ausgeben kann, eigentlich sinnvoll. Genau. Was kann man noch wollen? Man kann später losfahren wollen. Ja. Also es gibt eine Lösung, die ein bisschen länger dauert, aber dafür kann ich noch eine Weile hierbleiben. Wenn man das einbaut, dann hat man auch gleichzeitig diese Funktion Intervallsuche. Also ich möchte gleich alle Abfahrten von 20 bis 21 Uhr wissen. Das ist da gewissermaßen mit eingebaut. Das bekommt man dann gratis. Fahrpreis. Und das ist nun wirklich schwierig. Denn je nachdem, wie kompliziert mein Fahrpreissystem ist, scheint es schon schwierig genug zu sein, von einem gegebenen Weg überhaupt auszurechnen, was der korrekte Fahrpreis dafür ist, geschweige denn danach zu optimieren. Aber bei einfach genugen Fahrpreissystemen geht auch das. Oder man approximiert das halt irgendwie unterwegs. Was kann man noch wollen? Man kann wenig gehen wollen. Ja. Und das ist nun schwierig, denn ich habe gerade gesagt, irgendwie sowas wie ein Gehweg, also was Kontinuierliches, in diese Multikriteriensuche einzubauen. Ja, da bekomme ich sofort so eine ganze Treppe an Lösungen. Ja, in der nächsten Lösung gehe ich etwas weniger und bin etwas später da, etwas früher da. In der nächsten gehe ich etwas weniger und so weiter. Ja, und das sind gleich beliebig viele Lösungen. Kann ich auf die Idee kommen, das zu diskretisieren? Also ich merke mir irgendwie nur, wenn ich schon zu viel gelaufen bin und breche dann ab. Das ist aber nicht erlaubt, weil das Dijkstra-Kriterium verletzt. Das ist nämlich so ein verstecktes Kriterium gewissermaßen. Und dann kann es sein, dass ich eigentlich benötigte Teillösungen zu schnell abschneide. Blöd. Also so ressourcenbeschränktes Routing ist nochmal ein eigenes Problem für sich. In der Praxis mache ich das aber einfach trotzdem und es sieht trotzdem gar nicht so schlecht aus. Also da muss man dann auch ein bisschen experimentieren. Was kann man noch wollen? Ich kann mit erwarteten Ankunftszeiten rechnen wollen, statt mit fahrplanmäßigen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Umstieg ausfällt, gleich mit einkalkulieren. Das ist ein anderes Problem, andere Algorithmen. Da muss ich immer gleich so eine Art Verteilung mitschleifen von meiner Reisezeit bis jetzt. So, und wie sieht es nun wirklich aus? Es gibt 3 Datensätze in Deutschland. Von Ulm, vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und vom Rhein-Neckar-Verkehr und dann noch so ein Kuriosum, so ein
so einen Datensatz, den, glaube ich, die DB von ihrer eigenen API Web gescraped und dann bei sich ins GitHub gestellt hat. Von DB Fernverkehr. So, und dann kann man ja mal, wenn man das dann mal programmiert hat, so einen Prototypen, dann kann man den ja mal einfach, kann man ja einfach vergleichen. So, kann irgendwie Test gegen bahn.de laufen lassen für so ein paar Relationen. Das hat Kollege Alexei von DB Systel freundlicherweise gesponsert. So, dann haben wir uns den Rhein-Neckar-Verkehr-Datensatz genommen. So, und jetzt und unten ist die Reisezeit von die Bahn.de ausrechnet, links ist die Reisezeit, die Grafhopper ausrechnet und eigentlich sollten die auf einer Diagonalen liegen. So. Ja, dann tun sie aber nicht. Guck mal rein, was ist da passiert? Ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen alten Fahrplan genommen und deswegen gab es nie eine Lösung und deswegen sind meine Agenten gewissermaßen alle zu Fuß gegangen, weil keine Busse fuhren. Das soll nur illustrieren, dass man das als dass man solche Vergleiche wunderbar als datenbasiertes Debugging-Tool nehmen kann. Habe ich den richtigen Fahrplan genommen? Aha, schon besser. So, gucken wir uns das an. Was ist da passiert? Der Ausreißer da oben, der eine, der da oben in der Mitte ist, das war tatsächlich ein Bug. Der ist nicht mehr da. Und der Rest sind dann, wenn man da reinguckt, tatsächliche Möglichkeiten, die entweder Bahn.de nicht kennt oder die wir nicht kennen. Also weil bei Rhein-Neckar der Betrieb das macht und nicht der Verbund, ist da die S-Bahn nicht drin zum Beispiel. Das sind, glaube ich, die Sachen, die über der Diagonale liegen. Was unter der Diagonale liegt, habe ich vergessen. Also was Bahn.de nicht kennt. Also die Antwort war sozusagen langweiliger als die Frage. Ich habe das dann wieder vergessen. Ich glaube, die Straßenbahn oder sowas. So, und wie sieht es jetzt in Grafhopper aus? Was davon haben wir implementiert? Also wir nehmen den Grafhopper-Graphen für die Straße, nehmen ein zeitexpandiertes Modell für den ÖV im Moment. Modulo Betriebstage allerdings. Also ich erzeuge den für einen Tag und schreibe dann an die Flags, schreibe dann an die Kante dran, an welchen Tagen die gelten und mache so ein Überrollen über die Nacht. Da muss man noch ein bisschen aufpassen, dass Mehrtagestrips funktionieren. So, und wenn man von der Straße in den ÖV will, dann da braucht man dann eine zeitabhängige Kante. Das geht irgendwie nicht anders. Das heißt, rein bleibt man da nicht. Ja. Also ich muss irgendwann muss ich auf die Uhr gucken und sagen, so, ich werde jetzt an dieser Stelle in den zeitabhängigen Graphen eingeschleift. Machen diese Multikriterien-Suche mit den Kriterien Ankunftszeit, Anzahl der Umstiege und spätmöglich losfahren. Das heißt, wir haben diese Intervallabfragen. Wir versuchen, möglichst alle GTFS-Features zu unterstützen. Und diesen Abbruch nach so und so viel zu Fuß gehen, habe ich mal eingebaut, obwohl er theoretisch eigentlich nicht sauber ist. So. Und ansonsten wollen wir möglichst wenig Heuristiken verwenden, sondern erstmal gucken, das exakte Problem zu lösen. Und dann drüber nachzudenken, wie wir das schnell kriegen. Was für Möglichkeiten gibt es da? Erstmal sich gute Filterkriterien zu überlegen. Also wann sind wir der Meinung, dass eine Lösung ganz sicher nicht mehr interessant ist und auch nicht mehr interessant wird? Nach Möglichkeit sollten die nicht rein dadurch motiviert sein, den Algorithmus schnell zu kriegen, sondern auch irgendwas mit Verhalten zu tun haben. Also sollte gewissermaßen fachlich motivierbar sein, warum diese Lösung nicht interessant ist. Zum Beispiel, kein Mensch fährt erst Bahn, läuft dann 3 Kilometer und fährt dann Bahn. Siehe Paper so und so. Dann so eine gute Abschätzung des Restgewichts für das A-Stern-Verhalten wird auch helfen, weil dieser Algorithmus sehr davon profitiert, wenn man möglichst schnell eine Lösung hat. So, und alles andere läuft aber irgendwie auf das Vorberechnen relevanter Ein- und Ausstiege hinaus, wenn ich die Literatur da richtig verstehe. Das heißt, man würde dann wieder Flexibilität einbüßen, wenn man das machen würde. Also es gibt da so eine Sache namens Access Node Routing, die läuft, wenn ich das richtig verstehe, darauf hinaus am Ende, dass man im Prinzip eine Liste hat von, also das wird nicht so dargestellt, aber dass man im Prinzip am Ende eine Liste von relevanten Ein- und Ausstiegshaltestellen hat für alle Starte und Ziele. Und User Constraint Contraction Hierarchies, da ist das, glaube ich, auch so am Ende. Ja. Und wir wollten erstmal maximale Flexibilität in der Modellierung behalten. Wir wollen auch Echtzeitdaten integrieren können. Das geht natürlich am allereinfachsten, wenn man wirklich für jeden Bus eine Kante hat, wenn man die dann einfach ändern kann, wenn er Verspätung hat. Also wir würden eher erstmal in Richtung Neo-Dijkstra suchen gewissermaßen als Post-Dijkstra und würden doch eher auf den graphenbasierten
Algorithmen bleiben wollen und gucken, wie weit wir damit kommen und trotzdem ganz okay Antwortzeiten schaffen. So. Dankeschön, das war's. Und im Moment sieht es, wie gesagt, so aus und das ist auf GitHub und das ist ein Branch im Moment noch, der heißt PT, aber irgendwann demnächst ziehen wir das mal rüber. Danke. Ja, vielen Dank auch für diesen spannenden Vortrag. Sind zunächst irgendwelche Rückfragen aus dem Publikum? Ja. Wie sieht es denn aus mit offenen Daten und offenen Standards in dem Bereich? Also gibt es da eine Bewegung, auch wirklich diese Daten von allen Transportunternehmen zugänglich zu machen? Und gibt es auch zum Beispiel für Echtzeitdaten einen Standard, der sich da langsam durchsetzt? Ja, einen Standard gibt es. Also ist in beiden Fällen GTFS eigentlich. Es gibt eine GTFS-Realtime-Erweiterung, die dann, die das tut, was man denkt. Hinsichtlich der Daten, ja, wie gesagt, es gibt diese drei Datensätze in Deutschland, in anderen Ländern sieht es besser aus. Man muss halt irgendwie lobbyieren und sagen, dass öffentlicher Verkehr auch irgendwie heißt, dass die Fahrpläne kein Betriebsgeheimnis sind. So. Die Antwort, die dann immer kommt, ist halt, dass Verkehrsbetriebe sowas nicht machen und auch gar nicht machen dürfen, solange sie dafür keinen Auftrag haben. Weil das einfach Ausgeben von Geld ist für etwas, wofür sie es nicht bekommen haben. Das ist deren Argument. Das heißt, es muss die Politik, die müssen ein politisches Mandat für haben. So, wir haben ja noch eine zweite Frage. Ja, eine Wortmeldung zu dem Lobbyieren. Da gibt es tatsächlich jetzt eine Bewegung, vor allem in Deutschland, rette deinen Nahverkehr. Kann ich da pluggen? Da kann man dann entsprechende politische Entscheider Formbriefe abschicken, die man dann überzeugen möchte, eben diese Daten freizugeben unter entsprechenden Standarddatenformaten. Und es passiert in einigen Verkehrsverbünden tatsächlich was. Also ich kann da nur zu aufrufen, selbst mal aktiv zu werden und mal bei den Verkehrsverbünden nachzuhaken. Es ist nicht mehr so hart, wie es mal vor 2-3 Jahren war, dass die Verkehrsverbünde sofort gesagt haben, nee, geht weg, das Betriebsgeheimnis, wir wollen das nicht rausgeben. Es passiert so langsam, dass sie das einsehen, dass Open Data halt auch ein Wert ist für sie. Mhm. Ja, danke schön erstmal für den interessanten Vortrag. Ich hätte noch eine Frage, inwiefern es möglich wäre, mit diesem Ansatz auch Matrizen zu berechnen, also von einer Vielzahl an Startpunkten zu einer Vielzahl an Zielpunkten zu gelangen. Abgesehen davon, dass es im Moment noch total langsam ist, geht das natürlich. Ja gut, man kann es ja positiv formulieren. Also weil wir noch keine Zielheuristik drin haben, kann man auch gleich den ganzen Dijkstra-Baum ausrechnen und weiß dann alle Ziele. So. Aber da muss schon noch Arbeit rein, um das schnell zu kriegen und trotzdem flexibel zu bleiben. Meine Frage ist, also ich habe sowas letztes Jahr auch mal probiert und ich habe gelernt, es ist ganz wichtig, dass man die Anschlüsse an die Bahnhöfe, also vom Wegenetz an die Bahnhöfe, dass man die sehr genau macht. Mhm. Also wirklich türgenau, weil es bei einem S-Bahnhof ja schon einen Unterschied macht beim Fußgängerrouting, welchen Eingang ich nehme. Ja. Wie macht ihr das und wo kriegt ihr dafür die Daten her? Nicht. Also die Stelle im Code, wo sowas reingehören würde, die kann man erkennen. aber das war's. Also wir sind auf die Daten einfach angewiesen, so wie sie kommen. Ja. Aber klar, man erkennt das. Also ich habe da sogar ein Beispiel für hier jetzt gerade. Da geht es jetzt nicht direkt um die Eingänge, aber nö, eigentlich ist es kein Beispiel dafür, sondern was ganz anderes. Egal. Also es sind einfach auch nicht alle relevanten Umsteigebeziehungen drin. Ne, zum Beispiel, also nur betriebsintern, aber zum Beispiel von U-Bahn Wilmersdorfer Straße nach S-Bahn Charlottenburg, was ein ganz normaler Umstieg ist, der auch auf dem Liniennetz drauf ist, der ist nicht im Datensatz. So. Und wenn ich jetzt unrestrigiertes zu Fuß gehen nicht erlauben würde, weil ich einen fahrplanbasierten Algorithmus verwende, dann würde ich diese Wege gar nicht finden und müsste bei meinem Verkehrsbetrieb anrufen und dem sagen, dass er mal diese Umstiege kodieren soll. Während so geht das. Ja, dann nochmal recht herzlichen Dank an den Referenten.
Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für den Wechsel des Raumes und zum Vorbereiten des nächsten Vortrages.